So, ja, jetzt wollte ich euch noch einen Trade zeigen. Und zwar habe ich gesehen, dass einer in der August-Gruppe einen richtig coolen Euro-Dollar-Trade hatte. Und ich glaube, er ist hier eingestiegen. Das fand ich richtig cool. Da dachte ich, komm, ich zeige doch einfach mal, was generell im Euro-Dollar los ist. Und ihr seht schon wieder, das ist meine Plattform, wo ich ja immer Forex handle. Und ich habe das jetzt hier draufgeladen, dass ich hier rummalen kann. Dann ist es ein bisschen besser zu erklären. Und hier war der erste Short-Einstieg. Und hier war der zweite und dann schauen wir uns doch mal an, wieso, weshalb und warum. Okay, das ist jetzt der 15-Minuten-Chart. Wir wissen alle ja, wie der Euro-Dollar aussieht. Der ist ja erstmal ziemlich hoch gespiked. Also wenn ich das jetzt irgendwie hier malen kann, dann hatten wir ja einen Euro-Dollar, der hier richtig hoch ist und jetzt letztendlich diesen hier macht. Das heißt also, strukturell ist es okay, dass wir short gehen können. Das passt irgendwo. Und wir sehen natürlich, dass wir hier die Liquidität schön abgeholt haben. Und dann auf einmal wir gewisse Strukturen nach unten hin bekommen. Leider kein Bruch. Ja, es gab nicht wirklich einen schönen Bruch. Das sehen wir hier. Das heißt, es ist nichts, was wir wirklich für uns nutzen können. Aber wir wissen, diese Liquidität, die wurde genommen. Okay, super. Jetzt sehen wir, dass die genommen wurde. Und wir verfolgen den Markt mal weiterhin. Ich versuche mal erstmal hier das ein bisschen feiner zu machen mit dem Malen. Und ich sehe, dass der Markt wieder weiter runterkommt, hier gewissermaßen Liquidität nimmt. Unwichtig, ich sehe hier die Liquidität, die er nimmt. Und das war dann letztendlich auch der Einstiegsgrund, dass ich reingegangen bin. Allerdings muss ich hier dazu sagen, denkt daran, ich hatte auch die Dollar-Yen-Position. Bewusst, ich nehme Gewinn oder ich opfere Gewinn von meiner Dollar-Yen-Position, um das hier zu tun. Zweite Position, ich meine, strukturell ist vollkommen klar, was hier los ist, aber nochmal, wir haben hier wie immer Liquidität, wir haben Liquidität, die irgendwann zum Verkauf genutzt wurde. Sehr interessant ist natürlich der Breakout Structure hier, der jetzt definitiv schön vorhanden ist und der Abgriff hier von Liquidität. Okay, warum bin ich hier rein? Ganz einfach, ich habe das hier verpasst. Ist aber nicht weiter schlimm, da ich ja schon so extrem hier im Gewinn bin, also die Position schon so weit gelaufen ist für mich, kann ich sagen, naja, ich kann einfach mal ein bisschen mehr riskieren oder ich kann von der Position hier oben einen Teilverkauf machen, falls es gegen mich geht, oder ich kann den Stop einfach noch weiter nachziehen, damit ich meinen Verlust, falls einer kommt, von hier wieder auffange, aber ich dennoch einfach im Markt bin oder die Chance habe, weiter aufzubauen.